Barleben, Alte Kirchstraße. Im Fenster lädt ein kleines Schild in das Atelier von Rosemarie Kasper ein. Und betritt man die liebevoll gestalteten Räume, dann wird man in die farbige Welt einer Malerin entführt, die seit ihrer Kindheit versucht, ihre Gefühle mit Farbe und Pinsel auf die Leinwand zu bringen. Schon als Kind besuchte das in Hannover geborene Mädchen seine Familie in Barleben. Und seit einigen Jahren haben sie die Wendungen des Lebens hierher gebracht und so malt sie an ihren Bildern und freut sich über jeden, der sich ehrlichen Herzens für ihre Arbeit interessiert. Ich muss malen. Also von innen, ich glaube, wenn ich nicht mehr male, dann bin ich auch nicht mehr auf dieser Welt. Und wenn ich zuletzt als ganz alte, tattrige Omi mit den Händen male oder mit den Füßen male, das, was ich noch kann, was ich noch bewegen kann, das muss ich, weil von Gott ist mir das gegeben worden. Ich sage immer, das Ganze, was ich kann, die Vielzahl, es ist ja nicht nur malen, ich kann ja viele, viele Dinge, auch noch andere Sachen. Die sind mir in die Wiege gelegt worden. Die hat der liebe Gott mir einfach gegeben. Im anderen gibt er mathematische Zahlen im Kopf oder so. Aber mir hat er das Künstlerische gegeben. Und da bin ich jeden Tag für dankbar. In den Arbeiten, die sich in ihrer reichen Farbigkeit an den Wänden zeigen, sind kaum wiedererkennbare Motive zu sehen. Rosemarie Kasper hat sich der abstrakten Malerei verschrieben. Es gibt Kombinationen mit Buchstaben und Wörtern und in jüngster Zeit arbeitet sie mit differenzierten Oberflächenstrukturen oder verwendet Material, das in gesteuerter Zufälligkeit mit der Zeit seine Farbe verändert. Für mich sind die Naturmaterialien sehr wichtig und die möchte ich aufs Bild bringen. Die möchte ich den Leuten ans Herz legen, denn unsere Natur ist so wertvoll und darum meine ich, mit meiner Liebe zu dem Ganzen, alles zusammengepackt, gibt dann das Wertvolle im Bild. Kunsthandwerklich ausgebildet hat sie ihre malerischen Studien relativ spät begonnen. Seit 2000 wird sie von Leon Arieff betreut, ein Prozess, der noch nicht abgeschlossen ist und es wahrscheinlich auch nicht sein wird. Am liebsten arbeitet sie mit Acrylfarbe, denn das moderne Material kommt durch seine leichte Verarbeitung und die schnelle Trocknung ihrer Malweise entgegen. Wir haben immer gesagt, es gibt Langsammaler und Schnellmaler. Und bei Öl müssen sie langsam malen. Und ich bin eine absolut schnelle Malerin. Ich muss die Farben sofort verarbeiten und ich muss da auch in das gelbe Rot reinbringen. Und das muss sofort sein. Und ich kann nicht erst eine Viertelstunde warten oder 5 Stunden oder was. Dann ist das hier aus dem Kopf weg und aus dem Herzen sowieso. Es wird trotzdem noch eine Weile dauern, bis auch dieses Bild fertig ist. Oder zumindest die Künstlerin entscheidet, dass sie es jetzt nicht weiter verbessern kann. Bis dahin wird noch so manche Arbeitsstunde vergehen und vielleicht wird sie dabei das eine oder andere Mal durch Besucher überrascht, die sich dafür interessieren, was es in dem kleinen Haus in der Alten Kirchstraße in Barleben so zu sehen gibt.